beide super. Hey Leute, beide hier, willkommen zu Cards Against Humanity zusammen mit Stan und mit Corrupted. Hallo. Ich bin Stan. Die beiden wollen nicht aufnehmen, deswegen nehmen wir nicht auf. Und wir haben letzte Woche schon Cards gespielt. Und wir hatten eben eine frustrierende Aufnahme, deswegen wollen wir uns jetzt in gute Stimmung bringen und das ist das Spiel genau richtig. Das Spiel kennen die meisten, oder? Ich muss nicht erklären, wer das Spiel geht. Ja. Und die Frage ist natürlich mit der Maus und... Die Frage ist scheiße, ich habe keine Karte, deswegen droppe endlich. Bücher oder Kekse? Natürlich spontan. Mit der Maus und Bücher und Kekse und spontane Mail. Ja. Yes! One point. Schmerzen sind immer gut. Ich mag mein Ding. Okay, was kommt jetzt? Theresa ist am liebsten zum Frühstück. Jetzt wird dick oder sowas voll lustig. Nicht Penis, sondern wirklich mit dick. Wenn ich jetzt einen Namen nehme, versteht ihr, dass das ein Sexdruck ist und der Penis von den Personen gemeint ist, die ich jetzt schreibe, oder würde es nicht rüberkommen? Ich würde da keinen Namen für wasten. Okay. Ja, du kannst es ruhig machen, aber... Nö, mach ich jetzt nicht. Stan mit seinen fucking irgendwie hat Stan die immer. Stan immer an Halbperlenketten. Theresa ist am liebsten an Halbperlenketten zum Frühstück. Theresa ist am liebsten... Stimmt mit Augen. Nee, sorry. Sie hat immer, jede Runde, wenn ich mit Stan zum Spiel immer diese fucking Analplaketten. Wirklich immer. Ich weiß nicht, wo er die hat. Was soll ich denn? Anna, fixiert, dass Stan gewinnt. Tut mir leid. Lifetime präsentiert. Die Geschichte von. Okay. Wirklich was Gutes. Ich erwarte jetzt was Hohes von dir, ne? Also da muss jetzt was Geiles kommen. Meins nicht. Lifetime präsentiert. Polizeiliche Gewalt. Die Geschichte von John Connery. Lifetime präsentiert. Die vorzeitige Minderheit, die Geschichte von New Age Music. Es macht keinen Sinn, du hast gewastet, als du gehört hast, dass was Starkes kommt. Ja, oder? Oder war es zu taktisch, oder? War es ein ernsthafter Versuch, Stan? Ich hatte keine zwei Karten. Ich hab, glaube ich, schon mit Sean Connery da gewonnen. Ja. Was wohl Oma was versteuern? Was würde Oma versteuern und doch irgendwie anziehen? Analperlenketten. Wir sind beide super. Jetzt muss ich verflucht. Eminemu und Rot ist... Es ist klar. Oh, was? Ich dachte, das ist Anal. Das ist jetzt so ein Anal-Joke. Oh, das war stark. Arschloch. Das waren zwei starke. Oh, meine Karten sind scheiße. Ich weiß schon schwach. Das ist creepy. So, ich bin das mit dem Liste. Was? Ich hab's gewastet. Was? Ich hab's gewastet. Ich hab's einfach gewastet. Das macht nicht mal Sinn. Das ist so Chuck Norris-mäßig. Was ist Chuck Norris zum Frühstück? Ja, aber Indian. Du machst keine unlogischen Witze. Das ist was im Süden. Was hat Chuck Norris zum Abend gegessen? Brasilien. Nee, ist was Frauen wollen. Ich hätte nie gedacht, dass das durchkommt. Ich hab einfach gewastet. Kinaken. Du gut fake. Kinaken, sorry. Yes. Womanizer. Ich hab einen, Sinn macht. Gut, gehe ich in diesen mehrere Stichwunden. Bitte. Wie soll das satt machen, wenn man abgestochen wird? Oh, ich hab so Hunger. Fuck you. Ey, hast du Hunger, wenn du abgestochen wirst? Nein, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Wenn ich der Präsident der USA wäre, würde ich ein Ministerium für schaffen. Frau. Würde ich ein Ministerium für Paulas problematische Fragen. Ey, ganz ehrlich. Bei letzten Fragen, letztes Mal, als wir das hatten, war doch auch Michelles Oberarme, oder? Michelle Obamas Arme. Oberarme. Obamas Oberarme. Oberarme. Meine Mutter hat von meinem PC gelöscht. Oh shit. Das ist im Grunde alles. Ich erwarte, was richtig stark ist. Ich erwarte, was mega stark ist. Deine Sex. Deine Mutter. Scheiße, das ist wirklich beides gut. Meine Mutter hat deine Mutter. Sorry. Pandasex ist AVI. Ist ja beides stark, aber mit meine Mutter hat deine Mutter gelöscht. Das war irgendwie. Das passt einfach mit meine Mutter hat deine Mutter. Einer von verwüsteten Welt ist unsere einzige Hoffnung. Nein, ich hab falsch rumgemacht. Okay, ich denk's mir andersrum. Oh doch, ich hab's perfekt gemacht. Okay. Ich hatte zwei gut, ich hab zwei richtig stark verschwendet. Wenn ich das nicht gewinne, bin ich sad. Ich hab zwei mega starke verschwendet. In einer von Nicolas Cage höchsten Stimmen. Okay, sorry. Das ist Instant Win. Boah, ich hab so stark gespielt. Ein super Soaker voller Katzenpisse ist doch... Nee, ich hab da Nicolas Cage dagegen gesehen, tut mir leid. Wer bildet das nächste Superhelden-Gehilfen-Duo? Das hätte jetzt auch gepasst. Nicolas Cage und Dings ist im Grunde die Kombo ist ein Double Win. Immer. Der Milchmann? Bean?
Sorry, das Fragezeichen macht sich, ich lese den zweiten nicht mal. Das war kein Fragezeichen. Das wer bist du? Der Milchmann und Bean? Das ist einfach perfekt. Das ist perfekt. What the fuck? What the fuck, okay. Bean? Ich trinke. Ich trinke, um Lauchdruck zu vergessen. Meins ist so böse. Meins ist gut, meins ist auch gut. Ist das weiße oder weiße? Weiße. Schwarzer, der Rassismus. Das erste ist eigentlich nur traurig. Das ist kein Witz, einfach nur fucking traurig. Deswegen ist er lustig. Ich trinke, um meine toten Eltern zu vergessen. Meins ist dumm. Aber Bardo macht immer so deep. Ist eine fusselige Schnuller. Das kriegst du keine. Ist denn so traurig? Das kriegst du keine. Oh, weiß nicht. Fucking Oompa Loompas. Fucking Oompa Loompas. Die kotzen mich so an, die sind nie lustig. Mich auch. Der Tau ist auch dumm. Ey, ich hasse diese fucking Oompa Loompas. Geben sie eine Prise. Herziger Kompromiss. In ihr Heimvideo von Vera am Mittag. Das ist super. Das ist super. What the fuck? Das ist so gut. Geben sie eine Prise. Der Amoklauf von Winde in ihr trotzdem. Ja, es passt und ich habe einfach zwei verstanden. Das ist super gut. Das ist mega gut. Kehlen Sie eine Prise, halbherzigen Kompromiss. Ja, ein Video von Vera am Mittag beim Heulen in der Fritteuse. Wie so ein Motivationsvideo. Geben Sie eine Prise, halbherzige. Das ist super. In den letzten Momenten dachte Michael Jackson. In seinen letzten Monaten dachte Michael Jackson. In seinen letzten Monaten dachte Michael Jackson. Ich hab so viele gute Eine Reaktion gelehrt. Das ist gut. Erektion, da war schon vorbei. Da hattest du mich schon. Doch bevor ich sie töte. Mr. Bond, muss ich ihn. Okay. Zeige. Ich winne. Es wundert mich. Oh, ich meine super. Ich werde erst einmal viel lustiger. Weil das viel mehr so, ein, ja, so einen abgedrehten Humor hat. Bevor ich sie töte, muss ich ihn. Und dann Schnitt und so einen anderen Raum. Das ist der Geburtstag. Ne, aus Ocholt wetten. Oh, das sind 2 Minuten 100. Ablegen. Tut mir leid. Zivile Opfer aus Ocholt wetten, dass sie in 2 Minuten... Gut. Die das ist super gut, scheiße. Natalie Portman. Oh. Ich weiß, dass der Doppelname wahrscheinlich von Markus ist. Weil Natalie Portman, Doppelname. Aber das andere ist natürlich auch gut. Andere ist echt gut, ja. Ich will ehrlich gesagt fernschauen. Ich habe Natalie Portman zuerst gewählt, habe ich überlegt, Moment, dann gewinnt der Markus, aber ich wähle es jetzt trotzdem. So, hier. Oh. Du hast fair gewonnen, diese Runde. Aber der von Stan war im Grunde viel besser. Also jeder andere Mensch hat den von Stan genommen wahrscheinlich. Ich bin einfach fucked up. Ja, weil okay. Die Namen sind einfach... Das war Katzen jetzt Manti. Check mal die beiden anderen aus, die sind jetzt in der... Hab ich nicht jemals verlinkt bei Together? Nee, ich vergesse das immer, ne? Doch, du verlinkst mir meine Videoseite, ich weiß nicht warum. Das hab ich aufgehört. Schaut mal an den beiden vorbei und dann zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao. Bye bye. Dang!